Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Stranded Deep. Ja, ich bin immer noch auf dem Meer und befinde mich jetzt auf dem Weg zu der Insel, die wir da vorne haben. Und wollen auf dem Weg auf jeden Fall noch ein bisschen tauchen gehen. Wenn wir jetzt aber einmal in unser Inventar gucken, da sehen wir haben eigentlich schon fast alle Motorteile, nur noch der Propeller fehlt uns. Wir wissen, dass der auf unserer Heimatinsel liegt. Und das ist ein bisschen doof, da liegt er nämlich jetzt gerade ganz schlecht. Denn wir wissen nicht mehr, wo unsere Heimatinsel ist, falls wer jetzt erst einschaltet. Das Ganze ist aber nicht so schlimm, wir finden schon genug unterwegs, wenn wir aber jetzt einmal auf unsere Uhr gucken. 11 Tage überlebt, es wird gleich wieder dunkel, Entschuldigung, aber wir brauchen Essen. Oh, da ging der Balken gerade weg, wir müssen uns beeilen. Wir sollten jetzt aber auch wirklich erstmal mampfen gehen. Denn ist der Hunger unten, sind wir tot. Und das ist nicht so schön. Ach man, das Schwimmen, das dauert hier ewig. Ich hoffe, das Motorbötchen ist wirklich viel schneller. Und das Reisen wird dadurch angenehmer. Haben wir das zusammengebaut, werden wir ganz gewiss unsere Insel bestimmt irgendwo wiederfinden. Und das Haus dann auch fertigstellen. Und ja, mal gucken, was man hier noch so findet alles. Morphin habe ich in der letzten Folge gefunden. Das fand ich auch sehr interessant. Das ist für gebrochene Beine und so. Die können wir uns gar nicht mehr brechen. Falls wir uns einbrechen, sind wir sowieso sofort tot. Das ist nicht so schön. Aber unser Charakter hungert sehr, sehr schnell. Wir sehen das ja. Oh Gott. Und immer schön auf den Boden gucken. Aber wenn wir jetzt was finden, sollten wir eventuell nicht tauchen gehen. Na, wir haben auch schon eine Sauerstoffflasche. Für 2 Atemhübe haben wir noch drin, glaube ich. Oder 3. Und da können wir auch ein bisschen tiefer mal tauchen. Googles, also eine Taucherbrille haben wir eigentlich auch auf. Sieht man im Inventar aber nirgendwo. Wir haben sie nur gefunden, aufgenommen und dann hat er sie automatisch aufgesetzt. Dann sehen wir unter Wasser ein bisschen besser. Jetzt habe ich nur ein bisschen Angst, dass ich verhungere. Jetzt ehrlich gesagt, die Insel kommt gar nicht näher. Komm, gib alles. Wenn das mal das beschleunigen würde, würde ich das die ganze Zeit machen. Aber nee, dann wird mir irgendwann übel. Und ja. Die Insel kommt nicht näher. Mann. Und unter Hunger. Und du, es geht rasant runter. Und es wird natürlich wieder mal verkackte Nacht. Boah, wie ich diese Nacht hasse hier. Obwohl man sieht ja genug, aber fürs Video möchte ich am liebsten mal Tag haben. Ne? Aber das geht halt nicht. Wir wollen ja überleben. Immer schön auf den Grund gucken. Ab und zu taucht dann was auf, so im schönen Unterwasser. Und ja, dann hat man wieder wunderbaren Loot. Meistens finden wir ja Macheten, Hammer und so ein Mist. Den will ich gar nicht mehr haben. Aber wir nehmen, was wir kriegen können, denn wir wollen ja überleben. So, dass wir jetzt auf unsere Heimatinsel zuschwimmen, da habe ich keine Hoffnung mehr. Keine Frage. Eine Boje. Oh, juhu. Komisch, da müssen hier doch auch irgendwo Menschen sein, wenn hier diese Bojen überall sind. Uah, jetzt wird es finster. Oh, wir sind so lahm. Und ich brauche dringend Medizin. Das Spiel legt ja eigentlich fast darauf aus, dass wir hier sterben. Dass wir dann irgendwann mal diese Pocken am Arm kriegen, ohne dass man weiß, warum. Ne? Manche sagen, es ist ein Sonnenbrand. Manche sagen, es ist ein Seeigel. Aber ich habe ja noch keinen Seeigel gesehen. Oder er hat einfach, keinen Tetanusschutz mehr. Aber es müsste ja hier irgendwo eine Antibiose rumliegen. Wer weiß, wo wir die finden. Obwohl ich in den letzten... Hi. Die können einen entern, also kentern, besser gesagt. Finde ich nicht so gut. In der letzten Folge wurde ich dann darauf angesprochen, das heißt nicht Antibiotikum, das heißt Antibiotika. Ja, Antibiotikum, ich habe ja Kums geschrieben, vielleicht habe ich Antibiotikums gesagt, das ist natürlich wirklich falsch, aber Antibiotika ist das Antibiotikum an selber, das alle, die es gibt, und das Antibiotikum ist halt das, was ich suchen möchte. Oh, oh. Ne, die macht einfach nur Radau. Vielleicht um die Uhrzeit hin? Nö. So, nur eine kleine Lektüre für mich selber. Ich habe es nämlich gegoogelt. Selber arbeite ich ja im Rettungsdienst, da kenne ich das ja so ein bisschen. Ich bin ja kein Arzt oder sowas, aber ein Antibiotikum ist halt zum Beispiel eine Flasche Penicillin oder so. Genug geklug scheißt, oder? Aber dennoch, schöner Denkansatz. Also ich habe tatsächlich gegoogelt, auch wenn ich es wissen müsste, habe ich mich dann auch mal schlau gemacht. Sowas mag ich einfach in den Kommentaren. Was ist das für ein Licht da hinten? Da möchte ich jetzt... Oh, was ist denn jetzt los? Ey, oh, das geht mir so auf den Sack. Wahrscheinlich immer dann, wenn ein Hai unterwegs ist. Das kann aber nicht unser Feuer sein. Ich kann es gerade gar nicht glauben.
Da ist keine Palme auf der Insel. Und ich bin hier so random seit 2 Folgen einfach nur von Insel an Insel am Paddeln. Was ist unsere Insel? Jetzt aber nicht verhungern. Ein Balken nur noch. Hoffen habe ich da noch nicht. Ich habe keine Krabbe mehr gebraten gehabt. Aber egal, wir essen schneller. Ein Hai. Darf nicht im Wasser fallen. Ach du Scheiße, wir haben unsere Insel wieder. Da liegt der Propeller. Das grenzt an ein minimalen Wunder, aber ich glaube, ich werde trotzdem sterben, ne? Das ist noch so weit. Das grenzt wahrhaftig an ein Wunder. Wenn da jetzt noch die Hütten aufploppen, bin ich glücklich. Nicht, dass wir eine Insel nur haben, wo wir mal ein Feuer gemacht haben. Komm, jetzt keine Zwischenziele. Wir haben echt ganz... Da ist unser Rettungsboot. Wir sind an unserer eigenen Insel. Ich glaub's gar nicht. Ich freue mich gerade ein bisschen übelst. Unsere angefangene Hütte. Und ganz schnell... Ja. Was essen? Was haben wir denn da so rumliegen? Scheiße, ich habe doch auch da schon die ganzen Palmen gefällt. Hoffentlich war ich ein bisschen doof und habe die ganzen Kokosnüsse noch nicht gegessen, weil das wusste ich da doch noch nicht. Ein Balken. Ja, wir haben ein paar Bruchteile von Minuten, haben wir ja noch. Und Bruchteile von Minuten vor allen Dingen. Ihr merkt schon, ich bin total happy. Zu Hause, okay, das richtige Zuhause wäre natürlich schöner. Ist das geil. Da liegt direkt eine Kokosnuss. Machete, 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 Machete. Wo haben wir denn Macheten? Ey. Da. Schlag. Komm, das muss erstmal raus. Das fliegt er weg. Und weg ist er. Ganz schnell essen. Ja, die letzte Folge hat mich dumm ausgelockt, sagen wir mal so. So, die Teile bringen wir schon mal hin. Wir machen uns satt. Wo hatte ich denn die ganzen Motorteile hingelegt? Was ist alles schon so lange her, wo wir daheim waren? Da haben einiges an Zeug. Ah, ganz viele Kokosnüsse habe ich gesehen. Da. Da ist der Propeller. Das sind alle Teile, die wir brauchen. Unglaublich. Werfen wir mal alle hin. Wir werden bald mehrere Boote bauen, wenn wir Dings hätten. Mehrere Propeller. Aber Propeller scheint auch eher selten zu sein. Aber wir können in dieser Folge definitiv, ganz sicher, 1.000.000% unser Motorboot bauen. Nein, nicht mit Sauerstoff. Ach, auf 2 habe ich es. So. Erstmal Sicherheitsessen machen und dann koche ich mir eine Krabbe. Und werde niemals mehr losfahren ohne ein Feuerzeug, obwohl die Kokosnüsse echt ausreichend sind. So, wie sieht unser Energy aus? Ah, sehr viel schöner. Sehr, sehr, sehr viel schöner. Hier haben wir was fleißig gebastelt. Da können wir uns auch Wasser abkochen, so wie ich das verstanden habe in den Kommentaren. Hier drin. Waterbottle, Waterbottle. Oh, Leiter. Ich habe dich so vermisst. Mein Feuerzeug. Eine Taschenmesser nicht. Habe ich nicht vermisst. Die Lampe, die brennt und brennt. Und da haben wir natürlich auch ein Bett. Das werden wir erstmal nutzen. Einmal schlafen vernünftig. Und wir haben natürlich Hunger, wenn wir wach werden. In unserer wunderschönen Hütte. Guten Morgen. Ja, wir haben natürlich dann wieder Appetit bekommen. Nehmen uns mal ein paar Äste. Mehr geht, glaube ich, nicht, ne? Doch, er hat es reingelegt. Dann wird es wahrscheinlich vergurkt sein. Unser Püffchen brennt wieder schön. Ein Eimer. Ich weiß gar nicht, wie man den voll macht. Ich schätze mal einfach Salzwasser reinmachen. Da, er füllt sich. Habt ihr gesehen? Das ist ja irre. Oh. Jetzt nur nicht sterben. Da, kommt er. Hai. Und er kocht Wasser. Ist ja cool.
Können wir auch einen Eintopf machen? Nee, können wir nicht. Gut, wir knacken ein paar Kokosnüsse. Und dann geht es aber jetzt echt langsam ans Werk. An unser wunderbaren Motorboot. Schlürf. Achso, will die Getrunkene nochmal trinken? Wenn wir die jetzt nochmal aufnehmen, kann man die nicht nochmal trinken, weil das ist immer so komisch, weil wenn ich jetzt mal speichere und lade, dann kann ich wieder alle trinken. Ja, aber es liegt wahrscheinlich noch an der frühen Version des Spiels. Und ich kann keine Kokosnüsse mehr sehen. Ich mochte in echt auch noch nie so wirklich Kokosnuss. Und ernähre mich hier hauptsächlich davon. Und mir fehlt, glaube ich, immer noch sowieso noch etwas. Ich glaube, das Ducktap fehlt mir noch. Fällt mir gerade so ganz spontan ein. Aber das macht nichts. Wir werden auf jeden Fall das Ducktap finden. Potato Plant. Ja, das. Die Yucca. Eine Yucca-Pflanze, die wir haben, die ist mit Sicherheit schon nachgewachsen. Hier hinten hatten wir irgendwo ein Nest. Von Krabben da. Tut mir leid, Krabby. Oh, unser Wasser ist fertig. Ich denke mal nicht, dass das anbrennt. Okay, unsere Uhr. Sagt wieder irgendwas? Ja, uns geht's aber jetzt echt Bombe. Wir müssen jetzt, wie gesagt, einfach nur noch suchen gehen. Nach Teilen. Jetzt muss ich nur aufpassen, wo ich immer hinflitz. So. Ey. Ich kann den Eimer nicht wegnehmen. Oh, doch. Fünfmal können wir den Eimer trinken. Das ist ja geil. Endlich mal wieder eine frische Krabbe mampfen. Das ist, ich weiß nicht, was man jetzt bauen müsste, um hier das Ding zu kochen, richtig. Ich meine, so eine Kochstelle. Oh, das ist ja blöd. Ich glaube, das Feuer brennt so auch länger, obwohl ich ein bisschen seltsam finde, dass diese Stöcker nicht verbrennen. Weil sie das jetzt nicht die ganze Zeit festhalten. Mich ans Boot begeben. Das ist halt doof jetzt hier. Ja, er will zu mir. Ich tue ihn ja mit einer Art Jedi-Macht festhalten. Und der gibt natürlich ordentlich Futter wieder. Ich glaube, wenn ich jetzt ein Roh esse, werde ich sofort sterben. Boah, das kann ja einen Monat dauern. Eine knusprige Knabbe für mich, eine Krabbe, eine möchte ich mampfen. Ey, ist fertig. Das gibt sehr gut wieder. Gut, das sind jetzt die Teile. Wie gesagt, ich denke, es fehlt uns noch das Ducktap. Hier haben wir noch unser Easter Egg Päckchen. Hier haben wir noch den guten Kompass. Ja, Kompass lesen. Och, das ist natürlich jetzt super praktisch. Das ist dann wieder mal neblig. Wie gut, dass wir angekommen sind. Jetzt müssen wir nur unser Bötchen holen. Wo ist es hin? Unser Raft. Da. Und fahren wir zu den Teilen hin. Und es fehlt höchstwahrscheinlich noch dieses Ducktap. Ne? Also wir haben zwar alle Teile da stehen. Eins, also 4 von 4. Aber ich glaube nicht, dass wir ohne Ducktap das zusammenbauen können. Und Ast. Weil irgendwie müssen wir es ja auch steuern. Also, wir brauchen eine Engine. Wir brauchen den Vergaser. Wir brauchen einen Tank. Wovon wir ja echt genug haben. Und wir brauchen den guten alten Propeller. Das sind alle Teile, die wir brauchen fürs Bauen. Dann haben wir noch den Tank. Also das Benzin. Wir haben noch einen Hammer. Den brauchen wir natürlich, um das zusammenzubauen. Und ich habe keinen Platz mehr. Ich will den Eimer nicht wegwerfen jetzt, weil... Ach Quatsch, kann ich ja neu machen. Wenn wir jetzt haben, wie sieht es unser Wasser aus? Ein, okay. Er hat einen Schluck genommen. Glaube ich.
Ja, wir sind absolut gesättigt, flüssigkeitstechnisch. Das ist natürlich ein bisschen witzig, ne? Oh nein, der läuft echt aus! Ich wollte gerade sagen, der läuft nicht aus. Ach Gott. Ja, ist das halt passiert. Unser Lämmchen brennt hier noch ganz fleißig und ein Stick, habe ich gesagt. Und dann müssen wir DuckTap suchen. Ich hoffe, dass wir diese Folge noch DuckTap finden. Ich glaube aber nicht. Und wenn wir jetzt den Hammer equippen, wird uns auch noch nichts angezeigt. Weil halt dieses verfluchte DuckTap fehlt. Macht aber nichts. Wir werden es finden. Wir werden es definitiv finden. Wir werden nämlich jetzt auf Suche gehen. Wir haben jetzt einen Kompass dabei. Und dann werde ich erstmal losfahren und gucken. Wir nehmen jetzt auch mal wieder unser schönes Bildchen hier. Das ist ein Kakai. Wir sind nämlich jetzt gut gesättigt. Ich nehme Essen mit, sicherheitshalber. Boah, das ist geil, dass wir unsere Hütte wieder gefunden haben. Ey, das macht mich so happy. Ja, das wollte ich machen. Ach, das war mir, da war mir es einfach mal. Da haben wir, machen wir wenigstens mal wieder was an unserer Hütte. So. Dach, Dach, Dach. Könnten wir vielleicht noch eins bauen, weil dann bringen wir die Teile direkt wieder mit. So, unser Schlafplatz ist schon mal überdacht, sehr schön. Ja, jetzt sehe ich schon zwei Stück nur noch. Na. Was ist das schön? Trinkst du lieber nochmal? Essen sagt uns, ja, es ist wieder mal nicht so wirklich die Welle. So. Komm, klopp. Scheiß drauf, trinke ich es nicht. Wir haben ja Gott sei Dank eigentlich unendlich Krabben auf der Insel, denke ich mal, dass wir die, dass wir da mal so eine ganze Kochfolge machen müssen, Kartoffeln und Krabben. Okay. Ich kann es nicht mehr sehen und nicht mehr hören. Ne? Also es geht mir richtig auf den Senkel. Wir brauchen die Bandagen erstmal nicht. Die werfen wir mit in unsere Hütte. Hört sich ein bisschen komisch an, dass wir die nicht brauchen, aber so ist es auch. Wir brauchen Sauerstoff, können wir mitnehmen. Feuerzeug nehme ich definitiv mit, falls wir uns was kochen. Das nehme ich mit, den Hammer nehme ich mit. Die nehme ich, okay, die können wir dann essen. Das brauchen wir alles. Und damit soll es dann... Was ist denn jetzt so lange bewölkt hier? Weiß das Spiel eigentlich, dass ich jetzt... Jetzt geht es auf zu bewölken. Bewölken. Und wir müssen uns jetzt einen Wrack suchen. Mal schauen. Höp. Rein ins Boot. Und wir haben Energie ohne Ende. Oh, nee, Lebensenergie nicht. Und hoffen einfach mal, dass wir jetzt hier ein bisschen... das geht aber schnell, ne? Oh, ja, das geht ja richtig schnell. Jetzt gucken wir mal auf den Kompass kurz. Unsere Insel liegt jetzt von uns so ungefähr südlich, müssen wir uns merken. Südwestlich besser gesagt. Nicht, dass wir hier uns wieder verfahren. Na, wir brauchen nur noch dieses verfluchte DuckTap. Das ist ja nicht ganz so selten. Boah, das backt auch noch ordentlich hier drin. Müssen wir aufpassen. Boah, sind wir schnell. Jetzt bin ich gar nicht mehr gewohnt. Oh, gar kein Motorboot mehr. Wir werden zu dieser Insel da erstmal fahren. Grob. Die Richtung jedenfalls. Und hoffen, dass wir unter Wasser was finden. Da nur nicht außer Augen verlieren. Und südwestlich sollte ich mir eigentlich fast aufschreiben. Ne? Ah, kann man ja merken. SW, südwestlich. Was hat man da für eine Eselsbrücke? SW. Schweinewurst. Das Wort Wurst wird hier immer bekannter bei mir, glaube ich, auf dem Kanal. So, unsere Insel wird jetzt klein. Da ist er. Unsere Heimatinsel. Ja, kein Wunder, dass wir die nicht gefunden haben. Und ich werde mal jetzt stur auf diese Insel drauf losfahren und hoffen, dass wir unterwegs was finden. Wir benötigen ja nur noch dieses DuckTap. Boah, das ist aber echt fix, ne? Das habe ich...
Ganz vergessen. Gut. Die Insel, die war ich schon definitiv. Ich werde einfach mal in der Richtung schwimmen. Eigentlich will ich hier nur unter Wasser was finden. Wir haben ja noch diese mutigen zwei Atemzüge aus der Sauerstoffflasche. Und wir benötigen auch nur noch das Duct Tape. Also diese Panzertape-Rolle. Da müssen wir eigentlich nur auf dieses Sprudeln im Wasser achten. Was willst du wieder, Uhr? Mir geht's doch Jupa. Super. Jupa geht's mir. So, wir hätten Duct Tape ja gehabt, aber... Ja, das brauchen wir für die Bandagen. Sehr ärgerlich. Und ja, die Folge wird hoffentlich mit Erfolg gekrönt werden und am Ende... Schon wieder eine Boje. Und am Ende mit einem funktionierenden Motorbötchen. Das würde mich übelst freuen. Nur südwestlich von unserer Insel, südwestlich. Nur, ja, mal gucken, wie lange das dauert. Ich werde einfach mal so lange Folge machen, wie das heute auch dauert. Und hoffe, dass wir nicht ganz so lange warten müssen. Ich bin eigentlich jetzt total euphorisch, weil wir unsere eigene Insel wieder gefunden haben. Wenn ich jetzt mal auf den Kompass gucke, wo haben wir den denn? Ist das ja unsere Insel? Dann verstehe ich den Kompass scheinbar falsch. Weil südwestlich wäre es da lang. Na, das ist aber unsere Insel da. Ich habe Angst, dass wir unsere Insel nicht mehr finden. Ich war 8 Jahre Soldat und ich habe viel mit dem Kompass gearbeitet. Nur habe ich da, glaube ich, irgendwas falsch verstanden. Dann müssen wir immer wissen, wo Norden ist. Das ist wichtig. Und von Norden aus liegt unsere Insel. Dann, mal schauen. Wir gucken uns nochmal kurz. Norden ist ja immer vorne hier auf dem Kompass. Nee. Norden ist immer da. Gut, wir müssen uns einnorden. Unsere Insel liegt westnördlich. Nordwestlich heißt das dann. Also Norden ist da, nordwestlich, das ist unsere Insel. Liegt exakt nordwestlich. Gut, dann habe ich es auch wieder richtig mit dem Kompass gemacht. Oh Gott, vielleicht habe ich ja... Wollt ihr gerade in die Kommentare schreiben, bist du doof? Jetzt habe ich es wieder gerafft. Und wir finden hier nichts unter Wasser, also ein bisschen ärgerlich, ne? Medizin wäre auch mal was Feines. Da ist ein Fisch. Ja, man sieht ja alles. Da paddelt mir jemand nach hinten. Das hat mich immer genau auf der Kante. Das ist schon mal praktisch. Dann sieht man wenigstens was. Oh, jetzt habe ich gesagt, ich mache eine extra lange Folge. Bis wir hier was finden. Und wisst ihr, was kommt? Gar nichts. Es wird einfach gar nichts kommen. Oh, meine Uhr. Ich würde die schon längst im Wasser geworfen, ne? Boah, unser Arm. 13 Tage leben wir schon. Habe ich das denn geschafft? Mit den kein Energiebalken. Wir brauchen Tape. Und die Insel, die ist so weit weg. Und es kommt kein Bötchen. Das sah aus, ob da was wäre. Da sind wir. Nordwestlich liegt unsere wunderschöne Insel und die werden wir gleich hier auf jeden Fall. Wir brauchen noch Palmblätter, weiß ich jetzt schon. Die werden wir uns da erstmal holen. Und nordwestlich liegt unsere Insel dann von der Heimat her und da werden wir dann wieder hinfahren. Mal gucken, ob ich dann mit dem Kompass ein bisschen klarkomme. Heutzutage hat man alles in den Handys, Navigationsgeräte und da ist man einfach zu faul geworden, um auch sich noch mit dem Kompass auszukennen. Auch wenn ich 8 Jahre Soldat war, das konnte ich aber mal richtig gut. Habe ich es aber doch, glaube ich, wieder gerettet. Wenn wir gleich wieder unsere Heimatinsel finden. Oh, ich trinke gerade einen Kaffee. Also nicht wundern. Okay, da kommen schon die ersten Ausläufer von der Insel.
denke mal, dass wir hier schon waren. Die ist ja jetzt wirklich nicht weit weg von unserer Heimat. Sind ordentlich Wracks drin. Ne? Gucken wir uns doch direkt mal an. So, rochen. Rochen. Und ich bin ja so schlau und lasse die Kisten immer offen, wenn ich welche finde, damit ich weiß, dass ich da schon mal war. Aber hier ist nichts. Und es wird wieder fucking dunkel. Macht aber nichts. Macht aber gar nichts. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Wilson finden und dann würde ich vor Freude weinen. Sehr unbelebt hier alles. Nur mit Kräppchen. Die haben ein schönes Leben, die Krabben hier. Also denen müsste es eigentlich ganz gut gehen. So, ein schönes Bilderbuchwrack. Ich höre keine Heilmusik. Ich sehe keine Kiste. Hol mal Luft schnell. Da. Da verbirgt sich nur eine. Eine Flair. Ja, unser Platz ist halt sehr begrenzt. Konsole. Hab ich gelesen. Die verbirgt sich hier auch noch. Da. Und eine blöde Engine drin. Davon haben wir jetzt echt massiv viele. Ah, es riecht mir auf, ne? Hier ist aber auch wirklich immer dasselbe drin. Boah, ich liebe diese Schiffe zum Reintauchen. Hat mal ein bisschen Angst. Nehme ich mal mit für die Insel oben. Nehme ich mit. Scheiße. Nicht das, was ich will. Aber absolut gar nicht, was ich will. Der muss jetzt sterben, damit wir an den Palmblättern drankommen und an den Kokosnüssen. Es wird schon wieder Nacht. Ich verstehe das Spiel nicht. Wieso ist denn hier immer Nacht? Und wieso gibt es keine Wilsons? Oder Walnies, so wie die hier heißen. Was will mir diese Uhr denn ständig mitteilen? Es ist ja jetzt nicht so, dass wir verdursten oder verhungern im Moment. Und von der Uhrzeit her würde ich auch nicht sagen, dass sie deswegen piept. Oder sagt die, oh, pass auf, ist gleich 19 Uhr und 19 Uhr geht es dann nochmal los. Oh, da ist noch ein Wrack. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal auf den Kompass. Da. Da ist unsere Insel. Genau in der Richtung. Ist das nicht wunderschön, das zu wissen? Es erfreut mich mit Freude und Liebe. So, dann können wir jetzt auch die ganzen... Wir hätten die Flares mitnehmen können, dann könnten wir da hintauchen können. Da sind nämlich zwei. Ich sehe da immer sprudeln und ich sehe da immer sprudeln. Und wir brauchen ja nur noch dieses Ducktip. Dann sind wir eigentlich schon... Happy. Scheiße. Ich werde aber speichern, bevor ich hier runtergehe. Ich höre irgendwie Musik. Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt sterben, oder? Uns geht doch richtig gut. Bis auf unsere Lebensenergie. Da kommt er angeflitzt. Oh Gott, warum denn gerade jetzt? Mann, wenn man eine extra lange Folge machen will, kommen dann Haie ohne Ende. Komm her, du blöder Hai. Ich wollte doch jetzt hier tauchen. Das erklärt auch die doofe Musik. Ich sterbe also nicht. Da hinten blubbert es auch noch. Da hinten blubbert es. Also wir werden hier bestimmt einen Ducktip finden gleich. Wenn wir diesen verkackten Hai wegkriegen. Wo ist er denn jetzt? Da.
Komm her, Hai. Lass dich totbacken. Kann ja nicht tauchen gehen, wenn der Hai da ist. Oh Gott, ey. Ich speichere mal und gehe tauchen. Safe. Scheiße. Dunkel. Es ist saudunkel. Da ist die Kiste. Nein. Dafür riskiere ich mein Leben gerade. Dafür. Wo ist er hin? Dafür riskiere ich mein Leben. Für eine Lampe. Ich glaub's nicht. Ja, auf zur nächsten Blubberblase. Da werden wir wahrscheinlich weniger Haie haben. Ja, Uhr. Uhr, ist es gut. Es ist 20 Uhr 52. Warum piept die denn dann? Hoffe ich mal ein sinnvolleres Wrack jetzt hier. Nordwest, Nordwest ist unser Heimat. So, egal. Da kommt kein Hai. Glaube ich nicht. Ich höre keine Musik. Ich sehe gar nichts. Ich sehe einfach nichts. Es ist ein verdammt großes Wrack, glaube ich. Uah. Er hat gehustet. Hat er jetzt auch noch Husten? Das ist ein Weichei. Wie spät haben wir? Wird endlich Tag? Das sieht alles andere aus als nach Tag. Da hätten wir eine Taschenlampe, die hätte ich mal mitnehmen sollen. Da hätten wir auch mal leuchten können. Ne? Das wäre vielleicht logisch gewesen. Ich wollte es auch einpacken, aber irgendwie hat er sie nicht genommen. Ich hole mir jetzt die Taschenlampe. Und so eine Sauerstoffflasche kann man immer einpacken, weil es ist ja gestackt. Das finde ich ganz gut, dass er unendlich stackt. Höp, scheiße Feier. Ich habe keine Angst. Ich sehe die Kiste sogar. Du Arschoffenhai. Da ist er. Boah, voll wild. Greif mich an. Hässlicher Hai, komm her. Trau dich. Du weißt ganz genau, dass du verbuggt bist, ne? Wenn das mal los wäre, wäre ich glücklich. Was wir hier schon durchgestanden haben im Spiel. So, das war's für dich. Brauchen wir nur dieses Klatschgeräusch erwarten. Dann ist er tot. So ist er tot. Jetzt sind wir los. Mit Taschenlampe ab zum Wrack. Denn ich will jetzt auch die Nacht effektiv nutzen. Essen geht noch. Wir müssen dann auf jeden Fall noch einen Zwischenhalt machen auf der Insel wegen Mamfi Mamfi. Falls wir das Ducktap finden. So, es dürfte jetzt ja kein Heim mehr sein. Wir waren von zwar zwei. Ich lege einmal den Hammer hier hin, damit wir diesen einen Platz haben. Sie leuchtet nicht. Lass mich raten, sie kann unter Wasser nicht leuchten. Doch. Okay, wir holen nochmal Luft. Wird nämlich eng. Wir haben zwar diese Sauerstoffflasche, aber irgendwie nimmt er das nicht zu. Scheiße. Ja, wunderbar. Oh oh.
Nur Mist. Nur Scheiße. Und da hinten blubbert's auch. Zweimal noch. Auch hier werden wir mit Sicherheit einen Ducktap finden. Aber da muss man echt Geduld haben. Das ist ja unglaublich. Aber Wracks gibt's ja ohne Ende. Haben wir den Hammer jetzt eingepackt? Ja, haben wir. Ja, manchmal. Unser Essen. Halb gleich. Okay, ist noch gut. Da ist ja eine leckere Insel. Da blubbert's also zweimal. Nein, wir haben echt einen Husten. Ich lag mich bald tot hier. Da ist einfach nur eine Kiste unter Wasser. Ich kann nicht mehr. Das sah aus wie eine Kiste. Ich kann nicht mehr. Das ist alles nur voller Müll. Ich kann auch nicht ohne Ducktape zu meiner Insel zurück. Dann blubbert's auch nochmal. So, was sagt unsere Taschenlampe? Da ist eine Kiste. Toolbox. Jawoll! Weg mit dir. Hab ich doch in der Hand. Jetzt geht's zurück nach Hause. Erstmal essen, nur nicht vergessen. Ah, da kommt schon wieder ein Hai an. Knacken wir mal schnell ein paar Kokosnuts. Und haben wir denn Platz noch, wenn wir was wegwerfen? Nein, wir können nichts wegwerfen. Den Hammer können wir wegwerfen, den können wir uns neu craften. Dann nehmen wir Blätter mit. Blätter für das letzte Teil des Daches. Da muss ich echt an alles denken. Kokosnüsse. Ich kann hochklettern, aber ich bin nicht wahnsinnig. Dann falle ich runter und dann bin ich tot. Was ist denn, du Kackuhr? Ist immer gut, ne? Also das klappt echt gut in dem Spiel und das gibt auch echt Energie wieder. Aber Essen wird irgendwie immer schneller weniger. So. 4 Kokosnusshälften sollten eigentlich ausreichen für den Weg nach Hause. Das ist der Palmenkopf. Was sagt sie? Ganz in Ordnung, ganz passabel. Meine lieben Blätter. So, 4 maximal. Mehr können wir eh nicht nehmen. Jetzt geht's zurück nordwestlich Richtung unserer Heimat. Mit dem feinen Ducktape in der Tasche. Das sollte reichen. Ich hoffe, eins reicht wirklich. Sonst müssen wir schon wieder los. Nordwestlich müsste ja in der Richtung sein. Wollen wir nochmal gucken. Wo ist der Kompass? Da. Da geht's Richtung Heimat. Wir werden es ja sehen. Falscher Knopf. Wir werden ja sehen, ob die da ist, denn es leuchtet ja ein Feuerchen drauf. Boah, 40 Minuten Folge schon. Ich weiß gar nicht, wenn einer so lange überhaupt diese Folge guckt, dann schreibt das mal in die Kommentare. Das ist ja nämlich unglaublich spannend, mir zuzusehen, wie ich hier übers Meer paddel. Kein Quatsch, aber es ist ja auch der Erfolg, ne? Wenn man jetzt auch dieses Ducktape findet. Das ist ja natürlich auch ein schönes Gefühl. Das müsste da unsere sein, wo wir rauf zupaddeln. Nordwestlich, wie gesagt. Mit dem Kompass kriegen wir irgendwie hin. Oder wir landen wieder auf einer anderen Insel und wir werden nie wieder nach Hause finden, wo unsere ganzen guten Teile liegen. Wir waren ja erst nach da unterwegs und dann haben wir uns dann umentschlossen, weil ich gemerkt habe, dass ich da wohl schon mal war. Wegen dieser Boje, obwohl die schon überall gesehen haben.
habe ich ja den Kurs gewechselt, was ja auch nicht ganz so geschickt ist, aber mit dem Kompass sollte das ja klappen. Also, ich habe ja ermittelt, wo Norden ist und dann müssen wir immer wissen, wo unsere Insel ist. Und wir paddeln jetzt ja, wenn ich nochmal gucke, sicherheitshalber, exakt nordwestlich, so. Dann könnte auch das unsere Insel sein. Weil wir können ja von der Entfernung hier gar nicht ausgehen, wo wir was sehen. Macht aber nicht so fein jetzt erstmal. Sind ja gleich da. Das kleine Raft ist ja schneller als unser Dings da. Unser Holzraft. Rescue Raft hier. Hat auf jeden Fall gut Luft. Jetzt muss ich einmal die Uhr angucken, damit es aufhört zu piepen. Und es dürfte gleich auch wieder Tag werden. Ja, wir haben 3 Uhr nachts. 77.000 Grad. Nein, das ist ja... Kann man, glaube ich, auch umstellen. Temperatur, weil das ist ja immer so eine Fahrenheit. Und kann man das eigentlich hier einstellen? Da. Folge 11 oder so. Und ich stelle jetzt erst die Uhrzeit um. Boah, hat ja super geklappt. Aber ich hätte bestimmt okay drücken müssen. Nein, keine Zeit jetzt. Wir wollen nicht verhungern. Was war denn jetzt mit dem Hunger? Ja, ist ja klar. Jetzt höre ich gerade gar nichts mehr. Geräusche sind weg. Was habe ich getan? Apple. Grad boah, nachts. Irre. Ist das da hinten unsere Insel? Da ist ja ein Palme drauf, also. Wird's die nicht sein? Das ist aber ein bisschen blöd mit dem Geräusch, ne? Geräusch. Ich mach mal ganz kurz einen Restart. Ich speichere, mach einen Restart. Das kann ich ja gar nicht haben. So, das Laden. Das war natürlich erfolgreich. Jetzt das Neuladen. Wir werden angestupst oder eine Hai. Und unsere Uhr gibt wieder Gummi. Oh Mann. So, es heißt sich jetzt zu orientieren. Wir sind falsch gefahren. Wir wollten zu der Insel, dachten, dass wir uns zu Hause sind. Nee, ist es nicht. Wir sind an unserer Insel vorbeigefahren, glaube ich. Wenn ich jetzt einfach mal versuche, zu logisch zu denken. Wir sind zu der Insel, obwohl wir zu der wollten. Dann muss das unsere Insel sein. Also... Ab an den Hai vorbei und scheiß auf den Kompass. Ach man, Uhr, was ist denn? Ist so alles gut. Ist übrigens eine schlaue Uhr, die weiß, wie lange man lebt. Oder schon hier lebt. Dann schwimmen wir jetzt nach unserer Heimatinsel. Also es kann ja nicht sein. Wir verlieren ständig unsere Heimat. Da ist ein Mast unter Wasser. Ich werde da jetzt tauchen gehen und in der dicken, fetten Hoffnung, dass es da Medizin gibt. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das unsere Insel ist da hinten. Nicht die. Also wir wollten zu der und sind geschwommen. Doch, dann ist das die hier. Ja, wir haben ja diesen Schlenker gemacht. Wo ist der Mast? Da. Also die nächstliegende, optisch gesehen. In Wirklichkeit ist er nicht näher. Wir werden jetzt hier einmal nach Medizin suchen. Ich werde es aber nicht finden. Das Spiel will einen eigentlich umbringen nach 14 Tagen. Einfach keine Chance. Also, das ist richtig hardcore. Boah, was ist das für ein Schiff? Ist ja der Hammer. Nochmal Luft holen. Eine Lampe hatten wir nicht dabei. Luke. Ah, nachts ist nicht gut. Hier ist ein Loch, okay. Luft holen. Uns geht's einfach so kacke. Oh, warum ist denn eigentlich immer Nacht in dem Spiel hier? Toll, nein. Nimmt er den Luft dadurch? Ich weiß es nicht. Engine. Eine Axt. Eine Tür. Natürlich keine Medizin gefunden, aber es wird Tag. Weg mit der doofen Taschenlampe.
Dann gucken wir nochmal rein, nicht, dass wir was übersehen haben. So, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Optik. Nochmal hier reingetaucht. Vorne ist nichts. Ein Hammer. Ich glaub's nicht. Also man findet hier echt nur Scheiße. Komm, jetzt decken wir die Axt. Haben wir eine Axt extra? Raus hier. Ah, das Spiel macht mich verrückt. Das macht mich echt wahnsinnig. Das habe ich schon oft genug gesagt, glaube ich. Da kamen wir gerade her. Paddeln. Zu der Insel. Oh. Ich weiß, uns geht's scheiße. Ich weiß. Jetzt hustet er auch noch so. Okay, das müsste sie wirklich sein. So weit waren wir jetzt ja nicht weg, dass man sich hier so dolle verfahren kann. Das glaube ich einfach nicht, dass wir uns schon wieder verfahren haben. Auch wenn wir natürlich die erste Insel falsch ausgewählt haben. Aber die Orientierung ist so gnadenlos hier in dem Spiel. Ja, keine Palme. Einen falschen Schlenker gemacht. Also hier muss man echt aufpassen mit der Richtung, die man fährt. Und ich glaube, ich muss gleich eine Runde schlafen oder so. Ey, ich bin total im Arsch. Also nicht in Real Life im Spiel. Aber der kann am Tag ja eh nicht schlafen. Dann können wir uns endlich unser motorisiertes Rev zusammenbauen und dann endlich versuchen nach Medizin, Wally oder wie der heißt gehen. Wally heißt der glaube ich nicht. Sagen wir Wilson. Der heißt Wilson. Das ist ja eindeutig der Wilson. Was fliegt da? Eine Rakete? Ne, ein Fisch. Fische? Hallo Fischis. Ach komm, hi, lass mich in Ruhe. Hütte! Wir müssen es erstmal sofort satt fressen. Ich hoffe, ich habe da noch was. Wir haben aber noch zwei Balken, oder? Ja. Was Gesundes. Oh, ist das schön. Wir sind zu Hause. Ist das schön. Unser Feuer lodert. Puh, das Spiel ist echt gemein. Ich guck mal, ob ich... Oh, meine Zigarette brennt hier den Aschenbecher. Eine Flasche Wasser trinken. Vielleicht die Bandage nehmen? Nee, kann er nicht. Also er ist nicht verletzt oder so. Aber sauberes Wasser trinken ist auch mal was Feines. Das sagt unsere Energie. Durst ist gut, aber... Essen. Garen. Und dann bauen wir. Vielleicht so eine Kartoffel. Vielleicht ist sie ja gesund. Oh nein! Das ist so eine Verarsche, oder? Scheiße, jetzt haben wir auch keine Stücker für das Dach, ne, um das zu beenden. Wir müssen ein paar Sekunden warten. Und da liegt schon unser Motor und alles drum und dran. Ich freue mich. Eine gesunde Kartoffel jetzt mampfen. Ich hoffe, die garten jetzt auch. Ja. Gar nicht so gut mit dem Dreieck-Ding hier, mit den drei Beinen, das ist irgendwie komisch, weil da nichts mache, aber es geht schneller hier, ne? Oh, die war lecker. Aber es reicht nicht aus. Das reicht gar nicht. Dieses Essen und Kochen und Trinken, es ist Survive pur in dem Spiel, ehrlich. Bing. Bing. Jetzt. Zum abwechslungsreiche Nahrung, das würde ich mir vorstellen können, dass das für die Energie gut ist. Aber wenn man sowieso krank ist, ist das glaube ich Jacke wie Hose, was wir hier essen.
erstmal noch auf frisches Wasser getrunken. Und dann gucken wir mal, ob wir unser Bötchen bauen können gleich. Ich hoffe es. Inständig. So. Gucke Crap. Hä? Ich hab nichts gehört. Ich werde. Ach, ach! Verarschen oder was? Ist ja cool. Er hängt die einfach auf. Müssen wir die einmal aufnehmen? Mit welcher Tasse ist der denn jetzt? Scheiße, nicht, dass ich jetzt esse. Dann falle ich sofort tot um. Wir speichern einmal ganz kurz. Nee, nee, nee. Oh! Das glaube ich jetzt nicht. Nicht, dass ich jetzt gespeichert habe und er stirbt. Wir sind auf jeden Fall nicht verhungert. Hä? Nein! Ich glaub's nicht. Wir sind zu krank. Da lässt sich nichts mehr machen, Leute. Wir haben alle Teile fürs Boot. Boah, ist das enttäuschend. Nein, das war's mit dem Let's Play. Ich sag danke fürs Zusehen. Vielleicht mache ich mal eine Folge, wo ich alle Teile zusammen habe fürs Boot. Aber das Spiel macht mich echt fertig. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann.